Salut zusammen! Mein Name ist Andreas Rohner und im Sommer habe ich den zweiten Versuch gemacht, einen Gewichtswebrahmen zu bauen. Und zwar nicht wie am ersten mit Haselstecken, sondern direkt an den Bäumen montiert. Ihr seht, wie ich das konstruiert habe, ihr seht, wie ich gewoben habe, wie dieses schöne Art Brühobjekt zustande kam. Und falls euch das gefallen hat, würde es mich freuen, einen Daumen hoch, ein Abonnement würde mir helfen und nun geht's los. Den Film von 2019 verlinke ich euch hier oben. Viel Spaß! Du musst arbeiten, da oben tun wir es auf. Thank you.
So, das Art Brühobjekt ist fertig. Oben voller Hoffnung, unten die Realität, alles ist schmal geworden. Aber es gefällt mir, ich habe es hier im Wald gemacht, ich habe alles selber aufgebaut und über 2 Monate stand es hier, hat dem Wetter getrotzt und ich habe das eine oder der andere Faden ausprobiert und ja, jetzt machen wir hier oben noch einen schönen Abschluss, einen Stecken und dann räumen wir ab. Was will ich mehr? Zurückbuchstabieren heißt doch versuchen, wie das geht, Fehler einzugestehen, daraus lernen und Spaß haben im Wald aus ganz einfachen Mitteln wieder das herzustellen, was unsere Vorfahren einst in Perfektion konnten. Heute haben wir ja alles aus Fernost, das ist ja keine Selbstversorgung. Nun, das ist es ja auch noch nicht, aber Schritt um Schritt, es wird gehen. Irgendwann habe ich so viel gelernt, werde den einen oder anderen Spezialisten noch nach den und jenen Problemen fragen, aber das ist ja okay so.